bei Timeout Racing. Schön, dass du wieder da bist. Das dritte Video von der Dakar 2023. In diesem Video können wir euch Einblicke geben in den Foodtruck, wo Adi tätig ist. Adi schlägt da ein paar Eier auf, habe noch nie so viele Eier aufgeschlagen gesehen. Zudem gibt es noch Bilder, ja, wo sie unterwegs sind, oder Videomaterial, ziemlich krasse Überschwemmungen. Und sie sind auch sonst unterwegs am Tanken. Da beim Tanken kann ich euch auch noch Hintergrundinformationen geben, was so ein Tank oder was ein Liter Diesel oder was ein Liter Benzin in Saudi-Arabien kostet. Ich nehme an, ihr werdet erstaunt sein, wie günstig das ist. Dann hat Adi auch noch Wasser bekommen, also nicht Adi selber, sondern das Team. Und da gibt es noch für euch was zu gewinnen, 3 von diesen Caps. Unter allen Kommentaren, unter den richtigen Kommentaren verlosen wir diese Caps, und die Frage lautet: Das Wasser hätte morgen geliefert werden sollen. Wann wurde es dann schlussendlich geliefert? Schreibt das unten in den Kommentaren. Wir picken uns dann 3 raus, oder eine Software macht das, und wir verschicken euch die Caps zu euch nach Hause. Dann habe ich auch noch den Bußenkatalog für die Service Crew. Wusste gar nicht, dass es das gibt. Habe ich beim Stöbern in den Reglementen gefunden. Kann ich euch noch spannende Printscreens zeigen, was da für Bußen ausgesprochen werden könnten. Ich glaube nicht, dass das sehr strikt gehandelt wird, weil wir selber haben letztes Jahr einige von diesen Sachen gemacht, die man nicht machen dürfte. Und ja, es war für uns auch kein Problem, und die sehen ihr das auf dem Trippi. Dann wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt uns doch einen Kommentar und liked unsere Videos. Und nun ab zu Adi und Uwe nach Saudi-Arabien. So, wir sind jetzt an einer Tankstelle, da wo es Diesel gibt. Wir fahren Richtung Riyadh. In Riyadh gibt es kein Diesel oder ganz, ganz selten Diesel. Und jetzt alle möglichen Autos, Service-LKWs, jeder ist da und schaut, dass er nur einfach Diesel bunkern kann. Obwohl wir mir schon ein paar hundert Kilometer kommen würden, haben wir jetzt einfach einmal unseren Tank einmal wieder voll. Dann sind alle da, die ganzen Dakar-Teilnehmer, Servicefahrzeuge. Da die Tschechen. Da drüben ist einer von Audi. Also aktuell kostet in Saudi-Arabien ein Liter Benzin 57 Euro Cent und ein Liter Diesel, schnell schauen, 18 Cent. Ist sehr wenig. Es ist aber so, gerade dass der Diesel sehr schwierig zu bekommen ist. Ich weiß selber, wir haben ja sicher 5 oder 10 Tankstellen abgesucht, bis dann Diesel vorhanden ist. Und dann ist auch noch die Frage, wie viel Diesel ist noch da und wie viel stehen an. Also tanken ist nicht einfach hinfahren, erledigen, sondern tanken kann durchaus eine längere fristige Tätigkeit sein. Guten Abend, gerade habe ich jetzt beauftragt, dass unser Wasser wieder aufgefüllt wird. Ich bin jetzt dabei, dass ich jetzt ein paar Rühreier vorbereite für morgen. Ich denke mal, dass ich jetzt mal 540 Rühreier schon mal aufschlage, die ich dann hier 2 so hohe Schüsseln voll mache. Und da gibt es dann morgen Rühreier mit Schinken. Und ja, jetzt haben wir es, wie spät haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es 11 Uhr abends.
11 Uhr nachts. Und das morgen in der Früh müssen wir um 4:30 mit dem Frühstücken anfangen. Und da muss das Zeug dann alles vorbereitet sein. Ja? Servus! Das ist jetzt schon der zweite Topf mit den Eier. Wenn man schaut, da schwimmen schon ein paar Eier umeinander. Und die haben wir jetzt noch weg, da haben wir jetzt gerne die Schüsseln rein. Und dann morgen werden die gleich als Rühreier verputzt. So, hier liegt noch so ein halbes Pferd. Was sagst du? Super, wa? Super, läuft. So, wir kriegen jetzt wieder Frischwasser zum Spülen. Alles Hightech. Das haben sie alles gekauft. Alles industrielle Fertigung. Es ist 4 Uhr Nachmittag. In der Früh war ausgemacht, dass Wasser kommt. Dass wir unsere Wassertanks füllen können. Rechts. Und da links. Aber wie gesagt, wie ich es halt schon immer erlebt habe oder einfach weiß, ein Versprechen von denen ist halt einfach nichts wert. So, ein kleiner Rundgang durchs Camp. Wir haben jetzt schon mal ein paar Minuten Zeit genommen und schaut zu den Jungs von den Classics. Und ja, bei uns war halt schon der König. Und der FIA-Präsident da, also der König von Saudi-Arabien, by himself. Und der war natürlich ein riesen Akt, ein riesen Theater, muss alles mittlerweile sauber sein. So, und das sind meine Jungs. Und dann schauen wir mal, wie es denen geht. Aber der Peugeot scheint zu laufen. Ja. Reden wir mal mit denen. Aber wie gesagt, überall, weil heute ist Rest Day, überall großes Treiben. Überall wird gewerkelt bis zur Vergasung, dass die Fahrzeuge alle wieder einsatzbereit sind. Wenn man so schaut, geht es eigentlich allen gleich. Jeder ist froh, dass er einen freien Tag hat und sein Auto wieder in Schuss bringen kann. Da sind schon richtig tolle Teile dabei. Auch bei Boku, die LKWs. Überall wird gewerkt bis zur Vergasung. Hier noch ein Einblick in den Bußenkatalog. Ich scroll da mal noch runter. Der finde ich recht spannend. Also wenn man das Auto verkauft in Saudi-Arabien und man wird dabei erwischt, dann wird man für 5 Jahre gesperrt, an der Dakar teilzunehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ein Auto komplett abgefragt ist, vielleicht nicht mehr viel Wert hat, dass die denken, ja, wir lassen das da unten stehen. Aber das sollte man definitiv nicht. Aber ich denke, die Orga würde da auch vorher eingreifen, weil ja, es ist ja dann auch nicht am Hafen, es fehlt beim Check-in, beim Zoll, und das würde sicher da schon auch auffallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Abonnieren, liken und Kommentare schreiben. Und hier gibt es noch
dritten Video von der Dakar-Serie 2022 und auch hier spannende Infos von uns vom letzten Jahr. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.